Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Immer noch mit dabei der Streetdigger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Ja, wollen wir weiter? Ja, ich bin gerade am gucken. Wo geht's denn jetzt lang? Ja, das ist lustig mit dem Mauszeiger, ne? Ja, schon. Also offiziell müssen wir jetzt die Jutta besiegen und die ist irgendwo da drüben. Komm ich da gerade mir klar, hier. Komm, ja. Deswegen war ich ja eben so verwirrt von der Orientierung. Ja. So, sind jetzt auf jeden Fall hier im Fire Swarm. Oh je. Achtung, hier geht's rüber. Oh je. Der brennt man sich hier? Offiziell, wenn du das Mighty Stroganoff da und du chattest, ja, würdest du hier dauerhaft einen Feuereffekt haben. Achso, okay. Ich glaube, ich habe das Gebiet der Hydra gesehen. Okay. Müssen wir Angst haben? Ja, ne? Ich erinnere mich nur an meine ehemaligen Eskapaden bei der Hydra. Ja. Bist weg. Was? Warte, nee, da bist du. Ja, hier bin ich. Lass mich nicht allein hier. Ich hab selbst Angst. Oh. Ja, schick. Ich hab schon. Mein lieber Mann. Das ist aber saugut reagiert. Alter Finne. Oh. Oh ja. Ja, das ist gut gegangen. Mein lieber Scholli. Boah, ist das jetzt im Ernst? In das kleine Kackloch hier bin ich gefallen? Boah. Hast du jetzt auch Feuerresistenz oder? Nee. Die da drin oder müssen wir da. Nee, wir müssen hier außen rum. Außen rum? Ich hab noch keine Feuerresistenz, aber. Ja, dann ansonsten. Weißt du was, warte mal. Wie viele Tränke hast du jetzt noch? Ich hab noch. Einen Trank hab ich noch. Gut. Bleib doch nicht. Hab's gefunden. Wo? Oh, ich sehe sie. Ja. Also ich bin ehrlich, vor der habe ich echt ein bisschen Angst. Ja, genau. Ui. Deswegen meinte ich. Ui. Warte mal. So, Feuerresistenz. Ja. Alter. Ach du Heilige! Hallo! ja? Das frage ich mich auch gerade. Soll ich nur auf die Köpfe? Ja, die kriegt doch Schaden. Ja, nur auf die Köpfe. Guten Tag! Ach, wie grimmig. Ey, was war denn das? Boah, geh weg. Warte, war das nicht sogar in der griechischen Mythologie so? Wenn ein Hydra-Kopf ab ist, wachsen zwei neue nach? Ja, irgendwie so. Oh oh. Ja, jetzt sehen wir's. Ja. Schaden macht er nicht, ne? Ja, wir haben auch Feuerresistenz. Ja, nee, aber ich meine so generell. Ja, ich glaube, wenn wir keine Feuerresistenz hätten, wäre das echt ein bisschen mehr. Boah, 4 Minuten, das war's. Ja, ich habe nur 2 Minuten. Ach du Heilige, ist das gerade laut. Ein bisschen. Wow. Da habe ich jetzt gerade echt mehr erwartet. Ich glaube, wir haben sie. Ja. Die war ja einfach. Ja, das war echt so. Hydra Slayer. Mhm. So. Einmal für dich das Achievement noch. Dankeschön. Da kommt Besucher. Hey, hallo. Bist du weg? Echt mal. Hast du das Ding wieder? Ja. Und ich glaube, das gibt jetzt auch noch ein Achievement, oder? Ja. Ja. Wow, heute räumen wir richtig auf. Bitte? Hier wird heute echt aufgeräumt. Ja.
Aber diese Quest. Ob es hier irgendwas gibt? Ich glaube nicht, ne? Naja, nicht so wirklich wertvolles. Ui. Loch. Sehr schön. Ja. Hallo? Was ist denn da am Qualm? Feuer vielleicht? Smoking Block. Ey, den nehme ich mit. Oder auch nicht. Okay, im Ecke unter dem Smoking Block ist direkt Lava. Ja, ich hab's gesehen. Okay, nochmal ganz schnell für dich. Ja. Einmal aufheben. Achso. Oh, was sind das? Fury Blood. Cool. Hier, bitteschön. Jo. Wieder zurück am Absender. Mag ich nicht. Okay, Trophy Champion ist das nächste. Claim your title by placing a trophy on the pedestal in the Dark Forest Ruins. Shiny Ore, cool. Ja, Shiny Ore ist komplett neu. Ah. Was? Ich hab braune Wolle bekommen? Du hast ein Schaf getötet, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich bin jetzt aber mal am Schauen, wo hier ein Dark Forest ist. Oder warte mal, ich meine, ich hatte schon mal einen Dark Forest. Ja, ich habe einen Dark Forest gefunden. Ich weiß, wo einer ist. Okay. Quasi komplett am anderen Ende der Map. Ja, super. Ja, da fliegen wir hin, ne? Ja. So. Also, wir dürfen jetzt erstmal zurück zum Portal fliegen. Alter. Ja. Du hast es auch gerade gesehen, ne? Ja, die Feuerfontäne. Sah nicht schlecht aus. Coole Effekte. Mhm. Muss man lassen, ja. Boah, zum Glück ist Regen auch nur ganz dezent nervig. Ja, auch ein bisschen. Das ist aber auch echt in jedem Spiel so. Überall nervt Regen, ne? Ja gut, bei Minecraft kannst du mittlerweile zum Glück ausschalten. Ja. Das auf jeden Fall. Ach ja. Ja, so ist das. Mhm. Aber ich würde sagen, wir haben heute echt gut aufgehauen schon. Mhm. Haben zwar den Macebreaker nicht gefunden, aber kam auch ohne weiter. Ja. Ah. Hier ist ein Todespunkt von mir. Mhm, sowas. Sogar zwei. Komisch. Ja. Bloß eher. Ist im Ernst, du bist in der ganzen Reihe noch kein einziges Mal gestorben, ne? Einmal ja, wo wir nochmal zurückgegangen sind. Stimmt, ja. Aber während den Kämpfen nicht. Nee, ich hab dir immer den Vortritt gelassen. Ja, danke. Naja, man muss bloß wissen, wen man vorschickt, ne? Ich weiß schon, wenn du LoL spielen würdest, du wärst auf jeden Fall kein Tank. Nee. Aber ich muss zugeben, das war bei mir auch am Anfang genial. Ich hab einmal was in die Fresse bekommen. Aua, aua, aua! Hab voll Leben, hab voll Mana. Nichts für abgezogen bekommen. Aber erstmal aua schreien. Ja, ja, klar. Wie immer. Gut. Wieso will ich ins Portal? Ja, ich weiß auch nicht. Okay, das ist dann jetzt einfach anscheinend direkt hier vorne. Normalerweise war das, glaube ich, so, hier im Dark Forest, wenn du da rüber geflogen bist, hast du einen Blindness-Effekt bekommen. Okay, ich flieg mal. Nö. Jo, das ist nicht mehr so. Wir müssen aber jetzt offiziell da unten rein. Was? Ja. Unten. Nee. Doch. Nee. Doch, doch. Ich hab so Angst im Dunkeln. Ja, darf aber fackeln. Ja. Oder weißt du was? Hm. Jetzt fällt mir noch was Gutes ein. Trank der Nachtsicht? Ah, ja, hätten wir gut gebrauchen können. Wir sind in der Nähe vom Portal, so weit ist es echt nicht weg. Ja, weißt du, wie der gebraut wird? Ja. Ja, okay, gut, dann. Dann machen wir. Los geht's. Nochmal schnell eine Runde zum Ausstatten. Ey, wir haben für die Hydra noch nicht mal 10 Minuten gebraucht. Ja, das ist doch Hammer, oder? Jetzt häng ich am Pilz fest. Guter oder böser Pilz? Es war ein guter Pilz. Der hat mir nichts getan. Sehr gut. Ah, jetzt wird hier die Map nicht aufgebaut. Einmal F3 und A, so. Ah, F3 und H, ist das okay? Nein, nicht H, A. Ah. Ah, ach so. Ah, wie Alphons. Boah, ja, hier ist ein bisschen was los, ne? Ja, das ist immer so.
Oh gut. Wir brauchen ja dringend mal eine Magnum Torch. Ach was. Mhm. Kannst dir mal anschauen, wie die gemacht wird mittlerweile. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt oder. Ich hab grad voll den Lag. Ja, ich hatte auch gerade einen Lag. Na, bin ich zu blöd zum Treffen? Ah, das weiß ich noch nicht. Okay. Das ist eine goldene Karotte. So. Und einmal Rotstein. Und einmal Gunpowder. So. Ach, ich bin auch ein Profi. Ja, du brauchst jetzt eine Nita-Warze. Ja. Guten Morgen. Morgen. Das war auch so genial jetzt hier auf dem Vanilla-Server. Kumpel von mir ist da sich eine große Burg am Bauen. Wann ja. Mach ich? Du kennst das ja hier, diesen wundervollen Effekt von Schneemännern, was sie für eine Spur hinterlassen. Ja. Was mach ich? Bau dir mal so ein paar Schneemänner auf und mach die erstmal mit dem Unsichtbarkeitstrank unsichtbar. Der hat sich aufgeregt. Das glaube ich. Ach, das war aber schön. Hey, da, ich mir da, Schneemänner haben wenigstens ein paar Zombies abgewehrt. Oh, und während das gerade durchläuft, ich sehe gerade, ich habe meine Tür nicht zugemacht. Ich muss sie mal ganz schnell zumachen. Alter. So, bin schon wieder da, bin schon wieder da. Wo waren das jetzt? Was? Da. Ja. Moin. Moin. Potion of Night Vision. Ja. Goldene Karotte rein, fertig. Ja. Also Tränke kenne ich wirklich fast alle auswendig, glaube ich. Wenn nicht sogar alle. Ich habe mir im Vanilla auch mal so einen automatischen Brauchstand gebaut. Ja, den habe ich schon gesehen. Hm. Ah, cool. Ich würde sowas echt nicht auf die Reihe bekommen. Ach komm, das ist halb so schlimm. Ich meine, ich habe das ja auch nicht erfunden. Ich habe es auch nur nachgebaut. Ja, aber ich bin wirklich in Redstone. Ich weiß nicht, wie man Redstone auf den Boden legt. Einen habe ich. Gut, dann nehme ich mal die anderen zwei mit. Würde ich sagen, geht das weiter. Jo. Vorsicht, lieber draußen. Oh ja. Ach ja. So ein paar Untote. Mhm. Ja, wir haben hier so ein Problem mit der Lichtquelle. Ein bisschen, ja. Also eine richtige Sonne haben wir das letzte Mal vor 3 Jahren gesehen. So. Also ich bin wieder zurück. Ja, ich bin auch schon da. Ja. Ah, da. Gut. So, wo war das jetzt nochmal? Das war hier oben. Ah, okay. Okay. Und das Slalom. Weißt du was? Am besten machen wir das so. Einmal hier auch drauf. Dann brauchen wir die eine auf. Wo bist du? Achso, brauchen wir dann bloß eine oder was? Ja, wir werden dann beide getroffen. Okay, gut. Und flupp. Oh, cool. Gut, cool, dann würde ich sagen, suchen wir nach den Ruinen. Alter. Ja. Nein. Ach. Ich glaube, hier sind wir mit dem Fliegen eindeutig besser dran. Ja, aber im Flugsimulator. Wo bin ich denn jetzt? Ich glaube, im Flugsimulator werde ich nicht spielen können. Oh, ein Rabe. Oh ja, dann nimmt nicht. Mann! Hier sind Wölfe. Bei den Bäumen hängen. Ja, das ist bei mir aber auch so. Da hast du einen Vorsprung, ist ja nicht mehr normal. Ja. Da siehst du halt, wer es drauf hat und wer nicht. Ja, ja. Wie gesagt, Flugsimulator? Nee. Aber jetzt mal im Ernst, was sind hier die Ruinen? Ich hab dich gleich, ich hab dich gleich. Guten Tag. Ja.
Achso, das sind so. Ah, nee. Hä? Was sind. Hä? Pumpkin. Warum leuchten die? Hm, keine Ahnung. Sind das vielleicht die Jack-O-Lantern oder? Nee, einfach nur Pumpkin. Dann jedenfalls mal so ein Weiler. Okay. Boah, hier, ich breche mir gleich die Finger hier auf der Tastatur. Hm, kennst du Oso? Was bist denn du? Mein Gott. Weg. Oh. Verdammt. Ich werde gleich sterben. Nee, doch nicht. Oh. Okay, ich habe hier schon mal die Festung von einem Urgas gefunden. Aber nicht das, was wir wollen. Aha. Das Huhn gefunden. Eine große Spinne. Ja. Ein Zombie, der mir ans Leder will. So, weiter geht's. Wo bist du? Ach, da bist du. Ja, ich bin schon weit weiter. Mhm, ich seh's schon. Ah, noch so ein Vieh. Nein, weg. Weg. Aber wie viel ist das alles nicht weiter? Ja, von dem Gas, die sind oben, ne? Auf dem Baum. Ja, ja, aber wir müssen hier unten müssen wir erstmal in Ruinen rein. Okay. Das war früher anders. Also, wenn ich das eben richtig gesehen habe, Riskcraft, Twilight Forest, One of One Bird, A Touch of Hyper. Makes you resist the blindness curse in the Dark Forest. Two Fight Champions ist das nächste, claim your title by placing a trophy on the pedestal in the Dark Forest Woods. Ja, und direkt danach kommt Kaminit und das Kaminit gibt es nur in diesen Ruinen. Wo bist denn du? Ach da. Oh, ich sehe dich. Wolf. Ach. Hallo. Hi. Hi. Also diese Ruinen sind auch sehr auffällig. Das sind wirklich Stonewigs an der Oberfläche. Okay. Ist schon wieder weg. Boah. Hier ist ein Stonewig. Ich komme hier nicht durch. Ich bin so dick. Oh ja, ich sehe einen. Ne, ich sehe Cobblestone. Cobblestone? Cobblestone habe ich eben gesehen. Halt. Was? Ach, eine normale Hexe. Ich dachte, ich müsste schon Angst haben. Da. Ne, doch. Ah, ich bin auch ein Profi, ich bin vergiftet und. Ah. Hier dich. Ah, ja, super, ich kann jetzt keine Welt schenken. Kann ich auch ausschütten. Ja, ist doch schön. Mhm. Zumindest ist schöne Haut. Ja, weiß ich noch nicht. Ja, da sind Wölfe. Da ist ein Rabe gewesen. Was ist? Mistwolf? Ey. Ey! Alter! Hast du den eben gekillt? Ja. Okay. Danke. Was ein Mistwolf. Ich glaube, hier sind wir schon wieder fertig, ne? Schick. Bäh. Ich bleib schon wieder an dem Baum hängen. Ja, ich auch grad. Also ich glaube, gleich ist der Trank fertig, ne? Ja, meine Eltern auch. Unter einer Minute. Ja, meine auch. Aber jetzt treffen wir uns vielleicht mal kurz in den Neuen das. Ja, und wo? Warte mal, ich versuche mal zu dir zu kommen. Ja, ich bleib hier mal stehen. Das wäre nett, ja. Ich glaube, das Beste wäre echt, wenn man das mal googelt, wo diese Festung ist da, diese Ruinen. Ah. Ah. Ich mach das mal gerade, ich geh mal ganz schön mal. Ich gehe mal ganz schnell meinen Browser googeln. Ja, okay. Oh oh. Ups. So, da war wenigstens ein bisschen Licht. Gut. Alter, hier ist es wirklich stockdunkel. Mhm. Okay, Dark Tower ist es nicht. Lichtstau, Labyrinth, Hightower Layer, Hollow Hell, Hedge Maze.
Stark Fouls? Ist da was? Oh oh, oh oh. So. Ich hab dich gerettet. Oh, hast du mich gerettet? Hast du gut gemacht. Ja, ich glaube, du hast gar einen Zombie-Kopf bekommen. Ja, hab ich. Cool. Okay. Ja, das Glaub ist schwer kaputt zu machen. Das ist sehr interessant. Aber ich glaube, du musst ein bisschen leiser sprechen. Das kommt gerade arg laut rüber. Ja, ich war auch gerade ein bisschen am Mikro, sorry. Nein. Das ist jetzt eine gute Frage, wo es weitergeht. Dann machen wir das mal anders. NPCs. Hydra. Bei wie vielen Minuten sind wir? Das ist eine gute Frage. Wir sind bei 21. Komm einfach gerade Schluss machen und machen das in der nächsten Folge weiter. Ja, genau. Dann kannst du in der Pause gucken. Ja, ist besser. Ja. Gut, würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut beim Streetdinger vorbei und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.